Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke. Im letzten Part haben wir den fünften Orden erhalten. Wie man hier sieht, der Kampf war spannend. Wir haben sogar fast ein Pokémon verloren. Oder wartet mal. Wir haben ja sogar ein Pokémon verloren. Und dies war Electek. Und wir hatten fast sogar Crowdon verloren. Richtig insane. Aber man muss sagen, Kogis Ace war Valreise und dieses Pokémon war 9 Level über uns. Deshalb war der Kampf so spannend, aber ich finde, man braucht auch etwas Challenge in einer Nuzlocke. Und in diesem Part werden wir ein paar verschiedene Pokémon fangen. Denn es ist ja auch sehr schön, wenn man in einer Nuzlocke ein paar Pokémon fängt. So, in diesem Part werden wir auf Route 20 und in den Seeschauminseln ein paar Pokémon fangen. Auf dieser Route haben wir Zwielicht im letzten Part gefangen. Wir werfen jetzt mal einen Schutz an, dass wir schnell zur Route 20 kommen. Und in den Seeschauminseln können wir auch ein Pokémon fangen. Und dann gibt es ja auch noch ein Stat-Encounter, das Arktis wäre. Aber ja, dieses Pokémon werden wir noch nicht besuchen. Ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung. Wie man hier sieht, gibt es sehr viele Trainer. Und rechts von Fuchsania sieht, gibt es ja auch so viele Trainer. Deshalb das Problem, wann soll ich die machen? Ich hätte eigentlich schon Bock, sie zu machen. Denn sie geben ja sehr viele Erfahrungspunkte, die Trainer. So steigen unsere Pokémon ein paar Level. Und deshalb werden die Trainer zu machen eigentlich, ja, eine gute Idee, würde ich schon sagen. Holy shit, Azumarill in der dritten Gen war noch nicht so OP. Obwohl es Huge Power, also Kraftgloss, hatte. Wie spielte man es in der dritten Generation? Du konntest es ja nicht speziell spielen. So, könntest du schon, aber es ist sehr schwach. Ja gut, wir nutzen jetzt einfach mal Dracula, unser Aerodactyl, dass wir schneller diesen Trainer besiegen können. Denn wir wollen ein paar Pokémon fangen. Wir fliegen dann, wenn wir den Seeschauminseln und auf Route 20 ein Pokémon gefangen haben, nach Alabastia. Der einfache Grund, da können wir ein Pokémon angeln und unter der Stadt Alabastia gibt es ja so ein Grasfeld, wo wir auch ein Pokémon fangen können. Einfach, dass wir mehrere Encounter in diesem Part fangen, voraussichtlich 4. 4 Encounter in diesem Part sind ja auch schon etwas. Bitte komm endlich durch. Ach Mann. Ein Speeden will ich jetzt nicht, denn ich versuche in diesem Part nicht zu speeden, denn im nächsten Part werden wir wahrscheinlich alle Trainer machen und ich mache es ja immer so, dass sie währenddessen speeden, während ich die Trainer bekämpfe, denn meistens sind sie nicht so spannend, aber ich will sie euch schon zeigen und dann sprechen wir über irgendein bestimmtes Thema. Zapdos auf Level 30, okay, das lege ich in diesem Part, sehen wir auch schon, aber das können wir one-shotten, sehr schön. Sie sind auch fast auf unserem Level. Aber Zapdos wäre keine Bedrohung, denn wir haben ja Crowdon. So. Wir dürfen hier jetzt mal ein Pokémon fangen. Und es wird ein. Wenn natürlich mal ein Pokémon auftaucht. Es ist ein Radikal. Das ist Tubes. Nee, wir haben schon ein Radikal gefangen. Das heißt, wir dürfen hier noch einen Encounter suchen. Ja, Radikal haben wir, wie gesagt, schon. Und das nächste Pokémon ist Radikal. Der Karl. Ich glaube, unser Radikal war weiblich und das haben wir Kalina genannt. So. Sonst müssen wir angeln, aber auf Angeln habe ich gerade keinen Bock. Magma. Ja gut. Tanks und Meteorologe. Holy shit, du tankst sogar Meteorologen, okay? Danke. So, wie viele Bälle haben wir? Wir haben genug Bälle, so. Dann können wir sie schon mindestens auch noch gleich in Pokémon fangen, sobald das Magma in dem Ball drinnen bleibt. Smog, bitte vergifte uns einfach nicht.
Das wäre es unschön. Ach ja, es gibt ja solche Attacken wie Giftstachelsmog. Der Gegner setzt sie einmal ein und dann werden deine Pokémon vergiftet. Sozusagen über 100%, 130, 120% auf eine Vergiftung wie der Flammenkörper von Ramot. Man sagt ja auch immer, Ramot hat mit seinem Flammenkörper eine 130%ige Burn-Chance. So wir nennen dich Smog. Einfach da du Smog eingesetzt hast. Ich bin gespannt, ob wir Magma verwenden. Ich mag Magma. Aber ich war jetzt nie wirklich der große Elektrik- oder Magma-Fan oder deren Entwicklung. Ich weiß nicht warum, aber die konnten mich nicht so wirklich überzeugen. Pantimos mag ich mehr als die Magma- oder Elektrik-Entwicklungsreihe. Einfach der Pantimos einfach cooler ist. Ja, Pantimim ist sogar cooler. Oder findet ihr es nicht? So, wir sind jetzt in den Seeschauminseln. Sehr schön. Und welches Pokémon halten wir es ist ein? Formeo Tubes auf Level 29, okay. Also wenn wir Bock haben auf noch ein zweites Formeo, könnten wir es sogar fangen. Sollen wir das tun? Ich denke nicht. So, wir versuchen jetzt noch ein paar Gratis-Items abzugrasen, denn es ist ja eigentlich auch sehr schön. Und das nächste Pokémon ist ein Marguita. Wir haben Hariyama, Tubes. Okay, erst wiederholen sich schon die Pokémon, die wir fangen können. Aber Marguita oder Hariyama ist ja auch so ein Pokémon, das du so oft verwendest, oder? Wie Ampharos, das sind solche Pokémon, die du oft verwendest. Lilie, holy shit. Das Pokémon ist cool. Das muss ich schon sagen. Habe ich mal Lilie in einem Playthrough ausprobiert? Ich glaube nicht. Sie ist auf jeden Fall ein Grass-Pokémon. Und ich würde es viel lieber als Kokowai benutzen. Verwurzler, genau. Ja, schön. Ach ja, dieses Part würde ich schon von Anfang an gerne speeden, aber das lassen wir, wie gesagt. Beim Pokémon-Fangen will ich nicht so viel speeden. Lilie. Welche Attacken könnte es? Verwurzler, Genesung vielleicht noch, Umklammerung. Wow. Es will auf jeden Fall unsere Zeit stallen, denke ich schon. Aber wir müssen ja irgendwie über die 10 Minuten kommen, oder? Obwohl ein Let's Play Part zwischen 15 und 25 Minuten immer lang ist. Säure. Es wird immer viel schlimmer, dieses Pokémon zu fangen. Beziehungsweise es ins Team aufzunehmen. Cradle überzeugt mich jetzt nicht so wirklich. Wenn es jetzt Gigasauge kann, dann wäre es extrem nice. Bitte. Verwurzel. Es ist eine Crash-Attacke. Oder ist überhaupt Verwurzel eine Crash-Attacke? Interessant ist, dass du Xerneas im Uber mit Verwurzel spielst. Richtig komisch, aber ja, gut. So, Superball. Bitte bleib drinnen. 1. Oder nicht mal. 0. Oder minus 1 sogar. Ach ja, die Prozentchancen in Pokémon. Ich habe vor kurzem einen Pokémon Let's Go Stream gesehen. Und ja, wenn man einen Pokéball wirft, die Motion Control, die ist nicht immer genau. Besonders wenn man ein Handheld spielt, dann nicht. Aber finde ich eigentlich nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Bei mir war es kein Problem, aber wie ich dem Streamer zugeschaut habe, war es schon ein Problem. Und bitte nicht Wurzi wegen Verwurzler. Ist ein passender Name für dieses Pokémon, oder? Wurzi. Ja, ein sehr schöner Name, oder? Oder Schmiele, oder? Oder? Ich glaube, Razor hat mal ein Schmiele. Ein Willi. Willi. Hier. Crelly. Willi. Benutzt. Und ja, dieses wie Schmiele. Und wie kommen wir hier jetzt heraus? Ich will jetzt eigentlich die Höhle nicht erkunden. So. Haben wir ein Fluchzeil, bitte?
Okay, wenn wir keine Fluchtzeit gehabt hätten, hätte ich jetzt gemacht, dass wir schon Actros vielleicht gefangen hätten. Was aber verrückt wäre. Wir wären dann vielleicht sogar schon Game Over gegangen. Stelle für Level 50 Deoxys, Groudon, Rayquaza, Arctos, irgend sowas. Arctos hätte alles mit Eisstrahl gewonshottet, oder? Sehen wir mal nach. Nein, Yugong vielleicht nicht. Aber sonst schon. So, hier können wir ein Pokémon fangen. So, Alabastia, welches Pokémon wird es sein? Wir könnten hier natürlich angeln, aber das Pokémon ist auf Level 5, auch mit der Profi-Angel. Ihr könnt auf einem niedrigen Level sein. Aber wie gesagt, wir wollen Pokémon auf eher einem hohen Level, dass ich nicht so viel trainieren muss. Schutz wirkt noch, okay. Bitte, Pokémon, tauch auf, das wäre sehr schön. Also ich würde mich, wie gesagt, über einen Klumando oder deren Entwicklungsreihe extrem freuen. Holy shit, habt ihr das gerade gesehen, wie wir gebuggt haben? Vielleicht schaffen wir das ja nochmal. So. Noch 10 Sekunden. 1, 2. Okay, wir angeln hier jetzt. Mit der Profi-Angel. Vielleicht ist das Pokémon ja auf Level 30. In Platin konnte man ja ein Pokémon Carpod auf Level 100 angeln. Ach ja, in der Kampfzone oder wie hieß die? Auf jeden Fall in der Stadt, wo es eine Villa gibt, im Pokémon Platin, die man geschenkt bekommt, konnte man ein Carpador mit der Superangel auf Level 100 angeln. Richtig crazy. Ich hatte mal ein Carpador auf Level 93. Bruder Lander auf Level 6. Ist das nicht Dupes? Haben wir ein Kindwurm? Egal. Aber wie sollen wir das schwächen? Sehen wir mal nach. Ja gut. Wisst ihr was? Wir werfen jetzt einfach nur ein paar Bälle. Bitte bleib einfach diesen Ball drinnen, Bruder Lander. Komm schon. Dann wärst du eine feine Lady. First Catch Bruder Lander. Ist die Catch Rate für Bruder Lander so hoch? Holy shit. Da du eine feine Lady bist, nennen wir dich Lady. Ach, ein richtig dummer Name für einen Bruder Lander. Meistens nenne ich meine Bruder Landers oder Bruder Lander, egal was mehr toll ist, ist Hurricane. Einfach so. So, und Route 21. Hier gibt es normalerweise zum Beispiel ein Tangela. Und wir bekommen ein Kanimani. Jawollo, oder? So, Kanimani. Ja, das Pokémon. Können wir das Pokémon schwächen? Ja, ein Meteorologe tankst du. Ich mag den Pagato, aber ich mag von den Roto-Startern, Endivie, Lorblatt und Meganie viel mehr, wirklich viel, viel mehr. Wir könnten jetzt eigentlich schon zu den Sinnoh-Inseln. Denn eigentlich könnten wir dann dort sofort hinfliegen. Und könnten dann noch in dem Rätselhaus, heißt es so, auf jeden Fall ein Pokémon fangen. 2, 3. Holy shit, Kanimani konnten wir fangen, PogChamp. Nennen wir dich jetzt PogChamp? Ah, oh, bitte nicht. Egal, wir nennen dich jetzt einfach mal PogChamp. Okay, ich sehe zu viel Twitch, wahrscheinlich. Aber der Name passt ja auch zu einem männlichen PogChamp. Zu einem männlichen Kanimani, oder? Sehr schön. So, wir benutzen jetzt wieder einen Schutz, wie gesagt. Dass wir schnell hinüberkommen und dann gibt es so viele Trainerrouten in den nächsten Parts. Ach ja, da freue ich mich natürlich schon sehr. Ja, oder machen wir Team Rocket zuerst? Ich will ja eine Challenge haben. So, wir versuchen allen Trainern auszuweichen, obwohl, machen wir den Doppelkampf für die Challenge. Wir machen den Doppelkampf aber in diesem Part noch. Vielleicht ist der ja irgendwie hart vom Level her. Denke ich, passt das? Teddy Ruhrs und Pixie. Ja, vom Level her sind wir genau gleich circa. So, Meteorologe gegen das Teddy Ruhrs und Flügelschlag gegen das Teddy Ruhrs, dass wir in der ersten Runde schon Teddy Ruhrs besiegen können.
Ach ja, leider ist dieser Kampf jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber wartet, Metronom, Powerpunch, Explosion, Finale. Vielleicht würden wir dann Formeo verlieren. Erster. Und was passiert? Drachen, okay. Holy shit, ich hätte so gelacht, hätten wir erst ein Pokémon. Steinhagel trifft natürlich nicht. Ich wollte, dass wir flinchen. Meteorologe macht 30%? Vielleicht. So Komprimator. Ach ja, dieser Doppelkampf könnte jetzt doch ekelhaft werden. Und dieser 2-1 Kampf. Flügelschlag trifft und macht guten Schaden. Meteorologe könnte jetzt ausreichen. Formeo ist zum Glück schneller als Pixie und trifft. Bitte überlebe nicht knapp. Natürlich. Metronom und Heilung, okay. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt Formeo verlieren. Traglor, komm bitte einfach durch. Formeo trifft. Bitte ist nein. Nein. Irgendwie liege ich es auch irgendwie drauf an, dass wir es von mir verlieren, oder? Aber wie gesagt, wir wollen ein bisschen Spannung erleben. Triff es mit deiner Glut, danke. Also die Coverage von Gott, die ist einfach nur insane, aber die Attacken sind viel schwach. So. Geben wir es von mir einen Trank und wie gesagt, jetzt fangen wir noch auf Sinnoh-Wenzel ein, Pokémon. So. Super Trank. Ja gut, okay, passt, sehr schön. So, diesen Doppelkampf wollte ich machen, wie gesagt. Einfach, dass er vielleicht spannend gewesen wäre. Aufpass. Nee, du drehst dich um, danke. Ach ja, zum Glück kann man den Trainern hier ausweichen. Die Wasserroutenkante, die finde ich schon irgendwie blöd. Das muss ich schon sagen, so zum Novinsel. Hier könnten wir theoretisch auch noch ein Pokémon mit Durchsurfer erfangen und es wird ein, keine Ahnung, aber man konnte ja auf der Sinnoh-Insel ja in rot-gelb Items klonen, ein Weezing oder irgendwelchen Pokémon auf Level 138 begegnen, natürlich ein Missingno. So, und das Pokémon ist ein Blanas. Nein, danke. Ich bin kein großer Fan von Tengulis. Überhaupt nicht. So, Markt. Wer mag schon Tengulis oder Planas? Ich bin wirklich gar kein großer Fan von Tengulis. So, wir kaufen uns jetzt einfach mal 11 Hyperbälle. Das reicht schon sehr schön. Vielleicht begegnen wir ja Mute oder irgend sowas. So, ich wollte wie gesagt doch im Rätselhaus. Heißt es so? Sinnoh-Wenzel, die Insel brennende Leidenschaft. Pokémon-Haus, so heißt sie anscheinend. Okay. Und es ist ein Lumpy auf Level 32. Ein Lumpy. Nein, danke. Ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu geizig oder zu, ja, geizig könnte man schon sagen. Aber jetzt wirklich, für was brauchen wir die Wasser-Pokémon? Wir haben schon so viele Wasser-Pokémon. Und ich habe keinen Bock auf Landzun derzeit. So. Na, wir gehen wieder nach Fuxan. Ihr seht, diese Pokémon sind, können wir dort ja auch noch verwenden. Und ja, Leute, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wir haben ein paar Pokémon gefangen, sind für ein paar Pokémon geflüchtet. Bis dann. Ciao.